Hallo, Freunde der leichten Brummbrumm-Unterhaltung. Da sind wir wieder zu einer Runde Wreckfest. Mit dabei ist der Valvo. Was ist denn, Entschuldigung? Was war denn jetzt? Und Freddy. Ein herzhafter Gina. Ah, ist ja auch schon um 1:30 Uhr. Da kann man das verstehen? Ah, ja, halt nichts mehr aus. Vorsicht, die Zeit machen wir bis um 7 Uhr. Wir spielen wieder gefickt von haben. Den TVTP-MISC-Strecken, und zwar Black Sails Valley. Ich hoffe diesmal, dass ich besser zu verstehen bin. Voll aufgepegelt. Schreien sie nicht so, Herr Clown. Und fahren sie schneller. Gucken wir mal, was wir hier für eine Streckenvariante jetzt haben. Schön. Oh, hier gibt's. Ja, die habe ich auch mal gesucht gehabt. Stimmt. Hier gibt's auch verschiedene Varianten. Die kreuzen sich auch. Tür ist offen. Hallo. Ah, doch, die Gespenster. Kann mir jemand meine Tür zumachen? Oh, nein, Reifen! Balancierten Reifen am Dach. Dieser Clown. Ja, kommt da gut raus. Hier gibt es auch eine Boxengasse, warum auch immer. Schön. Wie in der Dry-Off-Zeit. Ich komm hier nicht mehr. Danke. Ich glaub, die ganze Zeit auf zwei Rädern, halb so. Sah geil aus. Bis mich dann Ena auf vier Reifen gebracht hat. Danke. Oh, dafür krieg ich gerade keine Kurve. Aber die Karre hat gut Speed. Oh, da steht was! Alter, das ist doch schon jemand kaputt! Ja, Schandruck, Pick und Dana ist schon letzter. Geil. Scheiße. Ich fahre wie eine besenkte Muschi, ey. Cool. Jetzt bin ich in derselben Kurve wie dich gefickt, aber nicht so schlimm. Nichts passiert. Speed, Suzuki und Kutat lassen sich da nicht beirren. Irre. Ah, ich hab die gerade richtig schön bekommen. Die Kurvenkombination. Die ist ja nicht mal so schlecht dabei, Start und Ziel, diese Rechts-Links-Variante. Aua, ja klar. Suzuki. Aua. Was ein Einschlag. Fahrt mir in die Karre, dass es wichst. Dumme Kröte. Dumm Sau. Bist du auf der 5? 6. Magnus auf 5. Oh! Oh, alter Schwede. Oh, tut doch weh. Oh! Aua. Na, links oder rechts? Wo fährst du lang? Links. Das ist mir jetzt fast... Das könnte jetzt gleich so enden, ja. Das ist gut. Ich glaube, ich krieg nicht mehr ganz das Speed und so. Was für ein Mega-Stand, Alter. Das hat weh getan. Wie das aussah, kommt der da vorbei geschossen. Ich sag nur Tor! Oh. Au. Oh mein Au. Ja, gut. Wieso ist Cooking? Magnus hier. Diese Kurve blicke ich auch nicht. Alles schwarz außer das Heck, das ist blutrot. Vom Gehirn war schon rausgeknallt. Oh, aber da scheint es egal zu sein, ob links oder rechts. Ja. Ich fahre meistens gerne die rechte Variante.
Und dann über die Kreuzung da so und dann links eher. Ist das so? Hm. Ach stimmt, die Strecke eigentlich schon länger, die dabei sucht ihr habt. Ist das so? Aufzunehmen bzw. mit euch zu fahren. Na schön. Ja, dann gefällt es dir eigentlich. Dann such du nächstes Mal die Strecken. Ja. Die 8. So fahren wir nicht mal wieder die 8. 100 Folgen nur die 8. Dann fahren wir endlich unsere WM. Wahrscheinlich werden wir mit unserem großer Preis von 8. Mach Platz, Piquet, du Arschgeburt. Wahrscheinlich werden wir die Race 7 WM abgeschlossen haben. Gleich im Anschluss. Nur wir beide. Na, vielleicht kriegen wir ja den Michi noch. Oh Gott, dazu. Der Jake, weil es ist ja nicht mehr out. Am nächsten Sale. Aber dazu müsste ja Jake ja dann gleich nach der Race 7 WM da sein. Oder Kenny. Okay, der war gut. Naja, war richtig gut. Hallo! Suzuki, alte Futki! Aua! Ganz gut unterwegs, das klang männlich. Aua! Nee, scheiße. Der Belag liegt der Karre nicht wirklich. Oh, da steht ja was. Oh, das ist ein Furz? Ja. Der war ja süß. Das war ein richtiger, kräftiger Einschiss. Richtiger, kräftiger Männerfurz. Scheiße. Lass mich raten, erste Kurve. Ja, da hat es mich auch gerade wieder ordentlich durchgefurzt. 3 pro Furz. Kurvenverhalten kommt hier irgendwie dem Auto nicht so zu gut. Scheiß Auto. Das kann man nicht mehr Auto nennen, wie der Michi wieder sagen. Oh, da stolper und holpert über die Randsteine. Außerdem habe ich wieder zu viel Koks genommen, meine Nase juckt. Aua, aua, Getriebeschaden. Landei, du alte. Fünfte nur? Okay. Dachte, du gewinnst da mit 1000 Jahren Vorsprung. Ich dachte, das Auto hat so seine Schwierigkeiten. Yeah! Dann schubst mir noch einen kaputten direkt vor die Fresse, ey. Ich glaube, es hackt. Ah, shit. Das war's. Wieder durch. Neunter. Uhu, Magnussen. Was macht denn der? Magnussen und Suzuki? Und Scott Speed ist momentan der lachende Dritte. Eine enge Kiste hier vorne. Die ersten 4 innerhalb von 2 Sekunden. Ja, schauen Sie, renn die an. Yuji Ida auf der 8. Ah! Hui! Aber noch viel gekommen. Für die Karre. Ach, jetzt diese kommen mal hier durch. Machen wir mal links. Schoppern hier durch. Es gibt keinen Morgen. Könnte ihm vielleicht sogar einen kleinen Vorteil aber bringen. Nee. Boing. Ach so, Suzuki. Bis er Suzuki. Nein, hinten rechts sieht auch schon nicht mehr gesund aus. Bis er Suzuki schadet nie. Scott Speed gewinnt. Unrealistisch. Er konnte nicht mal Auto fahren. Vor dem Joggel, oder? Ja. Dann gratuliere. Danke. Beste. So, und wer wird jetzt erraten, was kommt jetzt? Rasenmäher oder Bus? Suchst du aus? Ich würde sagen, wir fahren erstmal wieder Bus. Hoch auf unsere Busfahrer.
20 Sekunden hier auf der Uhr. Entschuldigung, danke. Ja, da stecken wir hier schon wieder ganz tief ineinander. Ach, jetzt spüre ich es auch. Das ganze Rennen versuchen, ineinander zu stecken, ist gar nicht so einfach. Was machst du denn? Aber wir können, hätten Scheiße. Jetzt ist es vorbei. Oh. Entschuldigung. Nee, du warst ja nicht schuld, ich kann ja davon nicht drüber zu ziehen. Alter! Der eine bummst sich da weg. Axt oder was? KI. Oh! Hier sehen wir es noch mit einer Rückblende. So hörte sich das der Ton wirklich an. Piquet, hat es geregnet bei dir? Die bullern mich alle um hier von der Seite. Ich glaube, oh Scheiße, ich fahre in die Boxen, auch in die Boxengasse. Ich fahre mit. Das ist auch cool, guck mal. Ich fahre mit. Der ist aber cool gestaltet. Vielleicht haben sie ja irgendwie nachempfunden. Alter, Piquet schon wieder. Der hat es auf mich abgesehen. Ich bin der letzte Arsch. Ja, ich würde sagen, wir fahren hier beide. Der vorletzte Arsch. Sogar Piquet ist vor mir, die alte Saftschubse. Aber Boxengas ist cool, oder? Da jumpt er. Und ich auch. Aua. Hier, die Randsteine sind völliger Schwachsinn, ey. Oh Gott! Ich schaue nur zurück und sehe auf einmal. Bus müde. Ja, das wird ein großartiges Rennen hier. Machen wir uns nicht vor. Wir können nur hoffen, wenn die uns gleich überrunden wollen. Ich glaube, wir sollten eine Straßensperre machen oder so. Dann kippen sie uns nur um. Ich habe ja jetzt gerade schon gemerkt, wie einfach die Idee ist. Wenn wir beide hintereinander stehen? Selbst dann kriegen wir das. Selbst da. Leider. Immer noch alle Fahrer im Rennen. So gay. Ah, da ist was. Da ist ein Ide von mir. Idefix. Asterix! Asterix! Balbo ist viel zu schnell. Balbo fix. Und ich gebe dir. Balbo ist zu fix. Nimm Balbo fix. Hast du nix? Denn Balbo fix. Ich kann nix. Entschuldigung. Das ist wieder folgend. Und ich kipp noch. Ah, fast normal. Ich glaube, ich werde gleich überrundet. Kommt her, ihr Pisser. Ja, da drückt er mich noch so ein bisschen. Ich glaube, es hackt hier oder was? Klingt schon wieder leicht psycho, wieder mit ich drücke den Mäuser. Na? Naja, mein linkes Vorderrad schief ist. Linkes Ei. Na, Streckenposten werden sich auch freuen, wenn sie wieder die ganzen Reifenstapel reparieren dürfen. Kannst du nochmal in die Box fahren, Junge? Vielleicht reparieren die was. Während ich durchfahre. Ihr müsst mich auftanken, los, schnell! Clean, du blickst es doch auf. Zeig doch. Überrunden? Ja. Nee, die Strecke ist nicht für den Bus geeignet. Kratzenberger! Bäm!
Das sah böse aus. Oh, Ocon kippt mich fast um. Alter, was machen wir hier? Ah! Klopp. Macht auch kaum Schaden. Ratzenberger down. Den habe ich also fertig geholt. Jetzt sehe ich auch den ersten. Spiegel. Boah, ey, bist du ja weit vorne. Ja, stimmt, du warst ja. Alter, über 20 Sekunden bist du vorne. Und bin ich scheiße. Ach ja, nein. Ey, wer bumst mich denn jetzt schon wieder, Jan? Hier kommt am Bud Spencer nicht vorbei. Bud Spencer. Bud Spencer. Hallo Spencer. Irgendwas abgeraucht. Frost ist auch noch weg und. Furman. 17. schon. Ja! Die Hälfte der Distanz. Ah, die sind schon in der Runde weiter wieder. Sind ja schon in Runde 7. Oh, Physiker habe ich einen mitgegeben. Sehr schön. Boah. Ja, kommt mal her, ja. Ach, scheiße. So einen kleinen Stoß mitgegeben, aber jetzt nicht der Rede wert. Der andere kam wohl noch vorbei. Ach, Stößchen. Tut mir leid, Leute, das ist hier gerade echt bescheiden. Nicht für die Busse gemacht. Das ist 1.02. Genau, 1.02. 1.05.50. Aber jetzt könnte ich mal eine gute Runde vielleicht auch mal ein bisschen verbessern. 1.04.23 nahm ein. Ah, schon stark, was der Weibo hier fährt. Oh, kipp ich gleich. Kommen wieder mal ein paar Leute hinter mir. Ja, Physiker. Ich mein, Po von Physiker, ne? Alter, wie die vorbeidüsen. Die Säcke. Oh, Fisi, ne? Frontal liegt er nicht so. Dem auch hier nicht, Piquet! Takedown, jawohl! Wieder am Platz! Oh Gott! Scheiße! Zombie-Bus! Ah, hört doch auf, mich umzuschubsen, ihr Schweine! Nett! Und jetzt kommen wir alle noch neu! Oh, Gefühle! Ah, wer liegt denn da? Oh, die zerficken sich da in der Kurve. Jawohl! Ich fahre nie! Oh, hier kommt nicht vorbei. Oh, in Takedown. 14. Gucci Ide. Mir jetzt sowas von scheißegal. Mal schon. Schwitzer halt. Bölle ihn so voll in die Kimme rein. Mhm. Kimme böllern. Kimme böllern. Alter Kultat. Ah, Kultat. Mit Bobo. Der Kutat. Ja, dann gewinnt doch der Spanner. Oh, der Furz war schön. Der war entspannt. Christian Spanner. Ah, jawohl, komm, der muss doch noch rausballern. Der Bus, der hat mir überlebt. Oh. Ja, stimmt, der stinkt. Oh, komm, glaube ich, was? Ja, wird sich das auch merken. Oh, pff. Magnus, bist du gerade mit meinem Bus gesprungen? Mit dem nackten Arsch voraus?
Nein, ich glaube, du magst an die Boxbahn rein müssen und wieder. Okay. Da läuft die Zeit ab. Ja, KW ist nochmal in richtig schön mitgewichst. Platz 15 am Ende. Miserables Rennen. Dana, Giacomelli und Kling die ersten drei. Naja. Dann wissen wir alle, was jetzt kommt. Mr. Rasenmäher freut sich schon. Ja, Mr. Bus, das lief gar nicht so gern. Nee. Das heißt also, dass es für Mr. Rasenmäher auch nicht unbedingt gut laufen könnte. Jemals. Bei der Strecke. Bitte was? Mähe gleich den Rasen. Oh yes, wait a minute, Mr. Lone Mower. Ich trimm dir gleich die Hecke. Cool. Gefällt mich. Ups, hat er was für den Bus ausgewählt. Ah, Gerd Berger. Der Gertschi. Der Gertschi. Jost der Boss. Daki. Jan der Mann. Nico die Fluppe. Los geht's. Go, 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 go. Hückeberg, auf Wiederluge. Und da hat's den ersten gerissen. Na komm schon. Leider, komischerweise habe ich dafür keinen Takedown und keinen Assist bekommen, das ist wieder verbuggt. Ah, verdammt. Na fast. So, Donnelly. Muss ich das wieder alles machen? Fahr die andere Seite entlang, das könnte jetzt auch lustig werden. Muss ich das wieder alles machen, wenn es da klar und nicht geblickt kriegt? Okay. Ja, immerhin, 5 sind schon draußen. Sprung. Und tschüss, Donnelly. Ein Foretto auch, tschüss. Boah, bin ich gekippt, aber konnte zum Glück gerade nochmal umswitchen. Zurücksetzen. Die blinken die Randsteine nicht, die fahren drüber und kippen dann. Weitläufig auch umfahren, würde ich sie. Mhm. Ja, Weltklasse hier, die erste Runde. Weltklasse. 41-3-0. Hier liegen welche. Da liegt eine Leiche, die nehme ich schön mit und. Bam, den auch. Ah, die meisten Takedowns geht aber gleich auf mich. Nicht wahr, Fontana? Wie wär's mit uns beiden, ne? Ja, die Hälfte ist schon wieder ausgeschieden, nur noch 10 im Rennen. Ich habe einfach mal für dich entschieden, dass wir nach links fahren. Ich hoffe, das ist okay, Bro. Nein! Nein! Ich bin doch Rechtsträger. Pfui. Boah, schön und Bäm. Nein, Marsch. Ja, Magnussen. Eiweißer. Weiter noch 10 im Rennen.
Magnussen holt auf. Hat auch die beste Runde jetzt geholt. Beste Runde. Schön. Kannst ja schon an Magnussen abbiegen wieder. Und dann? Sind die Leichen gerade hin. Also man kann Vollspeed hier auf jeden Fall die ganze Zeit geben. Ach echt? Hier kann ich mich wieder ein bisschen absetzen von Magnus. Stadtgas? Nee, Windkraft. Ach ja. Furzkraft. Genau. FK. Hier kommt er wieder ein bisschen näher ran, Herr Magnussen. Jetzt verliert er wieder. Beim Sprung. Oder bei der Erhöhung möchte ich es nennen. Na, ich schau mir das an, das sichere Entfernen. Jetzt holt er hier wieder auf. Aber nicht mehr so richtig. Jetzt bin ich wieder besser im Flow. Während du da aufholst auf Magnussen? Nee. Ja, meine Runde zwar verbessert, 1:36,07, aber. Ist da. Aber wo fährt man? 1:30,17. Hätte ich mich in der ersten Runde nicht so aufgehalten mit den Doubles? Dafür heute noch crashen, aber nein, der Jockey mag dann Rennen fahren. Wenn er ein Rennen will, dann kriegt er ein Rennen. Jetzt heißt es erstmal Magnussen gegen Valvo. Das heißt gleich mal Jockey wegküssen. Kurzzeitig angezeigt, dass ich die falsche Richtung fahre, okay? Naja, das ist mir auch schon beim ersten Mal passiert. Magnussen kippt um und puff, wieder Lunge. Na, der Randstein war wohl nicht Magnussen freundlich. Aber erst noch im Rennen. Shit, leicht angeeckt. Chiesa ist jetzt draußen, 9 noch Debüt. Nicht optimal. Das ist eine neue Bestzeit! 1:35,16, neue beste Runde. Du Arsch, 1:35,17. Ah, oh. Weltklasse hier, Weltklasse. Spannend. Weltklasse mit 63 km. 100stel. Heile Scheiße. Geile Kutschstuhle. Der Gertschi ist auch noch auf der Strecke. Ja, spannend, die Leute, ja. Spannend, spannend für die ganze Familie. Bei den Rasenmäherrennen, da müssen wir uns, glaube ich, mehr die Strecken dann aussuchen, wo halt dann auch dann schön die Leute sich entgegenkommen eher. Na, 8 zum Beispiel, ne? Wo bleibt die 8 die ganze Zeit? Und diese Dingens, die haben auch nicht gemacht, die Entgegenkommenstrecke da. Beide eigentlich nicht. Also die, wo man runterkommen, die Sprungschanze und dann auch nicht die mit dem Entgegenkommen und dem Kreis. Ja, die kommen ja auch wieder. Waren ja bestimmt jetzt in den ersten 16 Wreckfest-Folgen, waren ja wenigstens davon 10 Folgen waren ja nur davon. Laber. Dann kann ich hier nochmal eine beste Runde aufstellen. Wenn ich mit Labern dann will, höre ich einer Frau zu. What? Nein, 1:35,19. 1:34,58.
Scheiße. Geht um mein Level. Welcher Zeigefinger wird zuerst aufgeben beim Gas geben? Es sind immer noch 9 im Rennen. Hier geblieben, Clownsfresser. Wieder Logik, Clownsfresser. Mein Magen gibt so komische Grummelgeräusche von sich. Ich glaube, da steht heute noch eine Sitzung an. Oh Gott. Oh, schön die Leiche mitgenommen und sie ist unter mir. Sie ist unter mir. Oh, das Fahrzeug wurde da weitergeschoben. Jetzt gibt's glaub, jetzt warst du besser. Oder? Ja, 1,34,97. Nein, reicht nicht aus. 1,34,62 wieder. Jetzt Blitzscreen schneiden das Ganze. Wo verliert der Jockel die 13? Meine Zähne. Na, wird der Ball wohl noch rankommen? War es ein Fritz? Mhm. Dann war es der Stuhl. Ja. Aber es klingt wie ein Fritz. Hast du gehört, Stuhl? Die Blitz. Ein Stuhl löst sich eh immer mehr auf. Nicht nur, dass ich die Räder die ganze Zeit auflösen, dass die Reifen. Erster Reifen. Löst sich auch noch der Gummi auf. Der Bodenbelag. Also der Belag, was macht der Jocke da? Er ist ganz fasziniert von meinen Studien. Scheiße. Da wollte ich die Kurve perfekt, aber ich war leider. Ah, ja, das war perfekt, Jocke, danke. Auf Wiedersehen. Das wird es wohl gewesen sein. Ja, ich sag mal perfekt. 1,34,60. Boah, das nenne ich mal. Das nenne ich mal. Wie heißt das? Konstant, genau. Konstanz. Es ist doch ein Art. Ja. Erst 1,34,58, dann 1,34,62, dann 1,34,60. Und der Clown da hinten, ne? Der mit der Nase gebremst hat. Also wenn ich da nicht auf Zurücksetzen gekommen wäre, hätte es mich eh hinjauen. Hm. Zum Glück hat es hinjauen. Trotzdem. Da sind wir alle froh. Dann wäre die Scheiße jetzt schon vorbei. Obwohl, die KI ist immer noch da. Aber nichts zu mitmischen da. Der Kampf Weibo gegen Jockel. Jockel auch ganz still. Man hört ihn nicht mal atmen. Ein Magenrumort. Geh endlich auf Klo! Oh ne Scheiße. Ich muss scheißen. Ah, 1,34,35! Du Arsch! Weltklasse! 1,34,7, eieiei, war nicht gut, war nicht gut. Ja, aber du fährst ja trotzdem 1,34er Runde am Spieß.
Döner können wir noch fressen. Vielleicht, weil ich vorher so ein Männchen mitgenommen habe. Das hat mir eine Zehntel gekostet. Den Kopf zu zermatschen unter meinen Rädern. Aber wenn du keinen Fehler mehr machst, sollte trotzdem ja. Ja, ich will auch noch die Bestzeit. Sieben sind noch am Rennen. Sechs. Der Gerci ist der letzte im Fahrerfeld. Drei Sekunden zwischen Jogel und Valbo. Wir müssen doch hier irgendwo verreckt sein. Ah, gute Kurve, gute Kurve. Ja, mein Zeigefinger. Ich wollte es gerade dasselbe sagen. Zeigefinger auf Anschlag die ganze Zeit. Ansonsten kann man es ja wenigstens so ein bisschen abtun, oder? 1. Alter, 1,437. Jockel ist auf den Geschmack gekommen. Letzte Runde, 2,8er Abstand. Und es ist echt so ein bisschen Windschatten da. Schatten. Aber keine Chance, dieser Fehler hat mir alles gekostet. Ja, hol doch noch ein bisschen mehr rum. Sei denn, ich krieg jetzt jede Kurve perfekt. Ah, mach schon mal den Sekt auf, liebe Fox. Alter, wie der da liegt. Lag der bei dir auch so lustig da? So ein Bein so angewinkelt? Ich bin gerade auf der rechten Seite lang gefahren. Achso. Achso. Probier doch mal alles. Jetzt Bäm und Fontana gewinnt. Das reicht ehrlich. Er holt die Knarre raus und. Ah! 5 im Rennen noch. Glückwunsch, Valbo. Yes, yes, yes. 1,34 auch nochmal. Oh, Scheiße, tut das weh. Yes, yes, yes. Danke, Glückwunsch, Jockel. Boah, stark nochmal eine schöne Runde. Scheiße. Nicht schlecht. Dieser Fehler, ey. Insgesamt auch wieder nur 10, die eine Runde hinbekommen haben. Nein, hätte ich mich am Anfang nicht mit der KI angelegt. Ja. Spannend. Dann war es das. Wieder mal bald in einer kleinen Runde Wreckfest. Kleine Runde ist gut. Kleine Runde brennen. Dann sage ich wieder vielen Dank an Valbo, dass er dabei war. Wieder lustig. Dankeschön und auf Wiedersehen. Und vielen Dank, dass ihr wieder zugeguckt habt und schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Jawohl, Jürgen. Wenn es wieder eine Runde Rackfest geht. Bis dann. Tschüssikowski. Wieder Jürgen.